Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Kreuzstick-Unboxing. Ich habe von der Firma One Day Saving letztes Mal ein Diamond Painting-Unboxing gemacht und die haben mir hier dieses Kreuzstick-Bild hinzugefügt. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist dieses Bild hier. Das wird als Big Build Parrot bezeichnet, ist ein Tukan. Also man sieht schon ein tropischer Vogel. Es wird auf 14 CT gestickt, also zweifädig, und die Stoffgröße ist 40x40. Es kommt in so ein Joy Sunday ähnliches Verpackung, wo sehr gut ist, da man es wieder verschließen kann und man das super als Projekttasche verwenden kann. Hier hinten ist die übliche Bedienungsanleitung, was man so kennt, und die verschiedenen Sticharten. Jetzt schauen wir uns an, was alles da drin ist. Ich habe das jetzt mal komplett rausgeholt. Das ist das Deckblatt. Und man sieht schon hier, die Anleitung ist sehr groß. Finde ich sehr schön. Hier erkennt man auch super die ganzen Backstitches. Also eine wirklich mega schöne Anleitung. Ich liebe diese Anleitung. Die sind super damit zu arbeiten. Man hat hier auch mehrere Blätter, also hier geht es weiter. Oh. Also wir haben hier insgesamt 4 Seiten und hier noch ein bisschen was. Hier ist die Übersicht von dem Vogel, den Tukan, und wie die Schema zu sehen sind, in welcher Reihenfolge. Hier hinten hat man dann die Legende. Also wir haben 33 Farben für dieses Bild und 3 verschiedene Farben Backstitche. Sehr, sehr schön. Das wird bestimmt sehr, sehr bunt. Aber man sieht schon, es ist wirklich alles sehr deutlich, sehr leserlich und sehr gut eingezeichnet mit den Backstitches. Wie gesagt, ich mag wirklich diese Schemas, weil die wirklich super sind. Da kann man wirklich alles super kennen. Wenn alle Firmen das so machen würden, wäre es echt top. Hier haben wir den Stoff. Die Farben und alles schauen wir uns nachher an. Schnell zur Seite. Wir haben 178 x 174 Stiche. Und wie vorhin erwähnt, ist der Stoff 40x40 groß. Jetzt werden wir mal messen, wie groß das Stickbild an sich ist. Ja, fast 32 cm breit. Ja, und 32 cm hoch. Hätte ich eigentlich mir denken können, wenn der Stoff 40x40 ist, dass es auch quadratisch ist. Ja. Wir haben hier unten auch die Legende und auch die Backstitche werden hier angezeichnet. Die Legende hier ist das übliche mit die Farbensymbole. Die ist nicht identisch mit der Legende von dem Schema, weil im Schema wird immer mit Zahlen und Buchstaben gearbeitet. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil das ist ein Vordruckbild und man muss höchstens mal nur mal nachschauen, falls man wirklich was nicht erkennt. Aber es schaut schon mega bunt aus. Ich weiß nicht, ob ich dieses T oder dieses Tukan sticken werde, wenn ich das dann sticke. Das weiß ich jetzt nicht. Schauen uns mal den Druck an. Also ich finde, der ist richtig schön. Es ist eigentlich sehr viel Color Blocking in diesem Bild. Aber die Symbole sind sehr gut zu erkennen. Es ist nichts verschmiert oder verschoben. Die Symbole sind auf jeden Fall in die Kästchen drin, wo die sein sollen. Also mega schön. Ich finde, es schaut richtig schön aus und es wird richtig bunt, denke ich mal. Ein wirklich schöner Vogel. Ich finde ihn toll. Also mir gefällt er richtig gut. Jetzt schauen wir uns mal die Farben an. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben 33. Hier sind wieder die 2 Nadeln und die Garnkarten. Also man sieht schon hier von der Farbe 31,
Davon gehe ich aus, dass es der Hintergrund ist. Haben wir dieses dunkle Türkis. Mega schön die Farbe. Lila-Weiß, ein helles Türkis. Also sehr, sehr schön. Und auf der anderen Garnkarte. Das sind diese typischen Garnkarten, wo hier die Anzahl der Stränge drauf ist. Also hier, wir haben hier zwei Stränge oder eins. Dann die DMC-Farbe und dann die Nummer von der Farbe, von der Legende. Und man sieht schon, das Bild wird richtig schön bunt. Also hier die ganzen verschiedenen Farben. Schönes Orange, Dunkelorange, die Grüntöne, schöne kräftige Orangetöne und Blau und kräftiges Gelb. Dunkelblau, also richtig schön, also das wird richtig schön bunt. So wie so tropische Vögel so sind. Wir haben wie üblich die übliche Länge und natürlich aufgeschnitten, so wie das meistens bei solchen Kits sind. Mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr kräftig und der Vogel wird richtig bunt. Ja, sehr schön. Vielen Dank an der Firma One Day Saving für dieses schöne Geschenk. Also wie gesagt, das habe ich nicht selber ausgesucht. Das haben die mir einfach so mitgegeben, um euch das zu zeigen. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert davon. Also ich will jetzt nicht einfach sagen, oh, super toll und alles, aber ich finde einfach das Motiv richtig schön. Es ist einfach mal was Farbenfrohes. Ah, genau, zu dem Stoff ist hier versäumt, so wie meistens. Dürfte eigentlich nicht so lange dauern, da es doch sehr viel Colorblocking ist. Also das soll dann so rauskommen. Ist auch eine schöne Größe, denke ich, wenn es plus 32 mal 32 ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ah, genau, links zu dem Shop und zu diesem Produkt werde ich wie üblich unten in der Beschreibungsbox hinzufügen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!